Ich hab den eingefriert, der ist voll tot, Mann. Voll gut. Ich glaube, ich hab jetzt Krebs. Jetzt werden wir die Titanium verpacken. Oh ja, das klingt ja freundlich. Jo, let it go, let it go. Pass auf, Elsa ist ja auch unterwegs, hat nur sehr viele Haare und rennt immer ein bisschen telepathisch durch die Gegend. Okay. Ich habe nicht viele Haare. Ja, oh mein Gott, was ist das denn? Da ist ein Schrimpgimp. Ah, ein Schrimpgimp, ich verpiss mich. Ich bin unter deinem Bett, ich komme nicht, ich kann mich nicht bewegen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's vs. Zombies Garden Warfare 2! Hilfe. Terror! Wir sind wieder mit dabei, wir haben einen Stuhl, ich habe einen Stuhl, ich habe einen Stuhl, ich habe einen... Das war Trefons Hut vorhin noch. Jetzt ist ja. Wo genau habt ihr den Kaffee her? Ich habe Vanille-Cappuccino getrunken, das war's. Ich habe gerade wirklich Kaffee getrunken. Ja. Man ist schon fast unten her. Morgen! Guten Morgen! Hallo! Wir werden diese Runden sehr amüsant. Ja, ja. Männer, wisst ihr Bescheid, ne? Ja, ihr macht euer Ding und Refon und ich, wir chillen einfach mal auf unsere Ambitionen und lassen euch irgendwie in sterben. Gut. Kaffee! Oh no! Hier, ja, warte, nimm eine Auszeit. Da ist irgendwas Falsches drauf, glaube ich. Franz, ich habe für dich auch eine frische Röstungsbohne. Was? Da, hier hast du auch Kaffee. Au. Oh, das war angenehm am Ich habe den Klappstuhl kaputt gemacht. Der Krieg beginnt. Krieg, was? Los! 5:45. Sollt ihr damit aufhören? Nein, unbedingt weitermachen. Sehr gut. Weitermachen, Soldat, wir gehen jetzt raus in den Krieg. Raus. Wir hissen jetzt die Fahne, unsere Fahne hissen. Wir kämpfen gegen die braunen Mäntel. Moment mal, wir sind doch die Braunen, ach verdammt. Nein, einfach machen. Einfach machen. Ich wollte anmerken, ich kann keinen Schnapper spielen. Deswegen habe ich extra einen genommen, der ist so ein bisschen... Dialektro ist gut. Der ist gut. Einfach alle aufessen. Einfach alle aufessen. Hoch mit der Flagge. Soll ich mal am Mast rubbeln auf? Oh ja, mach mal. Verkornversteller macht aktivieren. Guck mal. Oh. Okay, alles dann, klar. Ich pflanze schon mal eine Heilblume. Krieg. Pilz. Also ich habe nur noch Heilblumen. Ja, das ist gut. Ich habe auch bald keine mehr. Ich habe auch all mein Geld irgendwie nicht dafür ausgegeben, hier Blumen ranzukarren. Ich auch nicht. Muss ich gestehen. Sollten wir vielleicht mal ändern. Ja, ich werde jetzt erstmal wieder Blumenpacks kaufen, weil geht ja gar nicht so. Habe ich auch entschieden. Also das erste und das zweite Pack, da kriegst du recht viele raus. Und beim zweiten Pack kriegst du halt wenigstens auch noch Charakterklamotten und so ein Zeug. So, das fängt jetzt hier noch an. Erstmal der Braunmäntel ist die erste Welle, das ist so wellenweise. Also es kommen dann halt verschiedene Dinge auf uns zu. Das ist alleine ziemlich hart. Die Nachschubkisten sollte man öffnen, weil da sind Pflanzenkollegen drin. Pflanzenkollege! Oder Geld. Ich glaube, wir zu viert sind. Genau, weil die Gruppe voll ist. Mehr so für den Singleplayer als Ausgleich gedacht. Die sind echt stark, die Pflanzenkollegen. Da muss man sich nur ein bisschen drum kümmern. Also ich würde hier fast empfehlen, halt Sonnenblume zu spielen und vielleicht zu auch stärker als alle anderen. Trefion, möchtest du aus der Gruppe gehen? Dann können wir so einen Pflanzenkollege mit reinnehmen. Nein. Wird durch einen computergesteuerten ersetzt. Ja, nicht nur die Arbeitsplätze. Vorsicht, du hast da hinter dir so die Mitspieler. Wir haben die Braunmäntel. Und wir kriegen halt ziemlich viel Geld dafür. Und das Geld wird geteilt. Das ist ein sozialistisches Spiel. Hurra! Yeah. Oh, kommen die Piraten. Piraten. Sozialkapitalismus. Der Geld gibt. Ich warte jetzt einfach, bis der da rauskommt. Der wird direkt gefistet. Da kommen auch welche. Oh, shit. Hol das ab. Alles klar, sehr gut. Er muss das Geld holen. Ja, wir haben den zu schnell weggeömmelt. War nicht geplant. Ich dachte, der kann ein bisschen mehr. Alter, das sind ja Kanonen, die oben schießen. Ich geh mal wieder. Schau, bis sie wieder ein Peppis bekommen. Nachschubkiste! Geld, das Geld. Ich geh schon. Da! Nachschub. Kommt wieder die nächste Welle raus. Lasst mir was übrig. So. Sehr gut. Mais. Da ist ein Diamant gedroppt. Oh, der Mais ist ja fancy. Alter Schwede, sieht der geil aus. Wow, hallo. Guck mal, ich bring Maisbody mit. Hallo, Maisbody. Wow, das sieht ja aus. Das ist ja Chuck Norris Mais. Boah, jetzt haben wir gewonnen. Das wäre goldenes. Das bedeutet, er gibt Money, wenn er stirbt. Money, Pirate. Ab schon. Nur ab. Das kriegt jetzt jeder. Ja, das ist richtig gut. Der Elektroschnapper ist aber auch nur dezent OP, oder? Der ist wirklich richtig krass. Also vor allen Dingen so auf verschachtelten Karten im Nahkampf geht ja super ab. Ich würde sagen, ich treffe die immer nur so zweimal und dann sind die tot. Ja.
Und ja, dann kannst du zusätzlich noch fressen. So weit komme ich ja gar nicht. Wenn wir um die rumgelaufen bin, sind die tot. Was? Wissenschaftler! Nicht Wissenschaftler! Das ist bestimmt alles. Au! Ich liebe diese Rosa. Fühl dich angerotzt. So. Danke. Ihr schon wieder. Schleim. Ich fühle mich dezent angerotzt. Wieso mache ich denn eigentlich so viel Schaden auf einmal? Wir sind ja auch stärker, weil die Flagge steht. Die Flagge macht uns stärker. Das, darum geht es ja. Das hat ja auch der Video. Da hinten ist Buff. Da hinten ist die Kiste. Wuschel und ich machen das schon. Ich baller die runter, Wuschel sammelt dann alles ein. Da ist bestimmt Geld drin. Sehr gut, ja, machen wir es. Die Wissenschaftler haben einfach überhaupt keine Chance. Also sowas schon gar nicht. Voll die Noobs. Aber dann sollten wir ja in dem Bereich hier bleiben, oder? Oder kriegen wir den Buff auch, wenn wir einfach nur die Fahne gehisst haben? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist der Fahnengehiss-Buff. Also ich habe ja das Gefühl, dass ich ziemlich viel Damage mache. Da ich sehe gar keine Zombies mehr. Da kommen noch Wissenschaftler. Ah, da. Ja, gut, LOL! Geld! Nice! LOL, so krass. Krass. Ja, und ansonsten geht's gut, ne? Das ist ja hier. Alles LOL, die Physik! Die Physik! Ich leuchte ja auch die ganze Zeit so grün. Das stört mich so ein bisschen im Interface, weil ich einfach. Es ist so hell. Ich sehe nichts auf dem Stream, weil ich so grün leuchte. Das stört fast ein bisschen. So shiny ist das. Oh, ich glaube, ich habe meine Grafik immer noch weit unten. Ja, ich habe die Grafik auf Mittel. Warum? Die ist ja ekelhaft. Ja, ich hab gestern noch, während ich gerettet habe, gespielt. War dann so ein bisschen suboptimal. Ich habe gestern auch noch, ich habe irgendwie die erste Folge oder so, habe ich schon komplett weggerendert. Also die erste dicke, lange Aufnahme. Ja, geil. Dick und lang. Hat jemand Dreh für uns Namen gerufen? Weißt du Bescheid? Gehst du wieder, Wuschel? Was? Ich versuch das mal, aber hier ist gerade ein bisschen. Habt ihr jetzt auch das Geld bekommen? Weil ich habe gerade Geld eingesammelt. Ja, Münzen eingesammelt und so. Oh, ich bin eingesprochen. Was habt ihr denn da? Mich ein. Jetzt hast du ist das ein Spezialtypi oder was? Tötet den Braunmantel los! Weg mit dem Braunmantel! Dieses leuchtende Grün dezent stören, das können sie bitte auch rauspatchen, weil ich sehe einfach nur grünen Schein und sonst sehe ich nichts. Das ist voll das Handicap. Das klingt wieder irgendwie so, als hätte sich wieder niemand mit dem Spiel beschäftigt. Das ist doch nicht im Spiel so. Lass mal ein Spiel releasen. Okay, was wollen wir? Lass uns vorher Ziegen drin haben! Nein. Ja, ich meine, das ist ja sowieso schon ein Hauptargument für dieses Spiel. Hallo, Ziegen. Ziegen sind super. Finde ich das wichtig, dass du schon 147 Abschüsse hast? Ja, 48. Jo. Na gut. Lisa macht das. Das ist die Plasma-Erbse. Ich liebe die Plasma-Erbse. Die ist einfach... Hani und Plasma-Erbse sitzen auf dem Baum. Sie küssen sich, man glaubt es kaum. Erst kommt der Kuss. Oh, dieses Kopfkino. Dann ist allem, Schluss. Aber ich muss doch eher die Plasma-Erbse sein. Die hat doch diese komische Öffnung. Was? Was? Aber du bist doch viel mehr Mann als so eine Plasma-Erbse. Hey, wenn du das zurückgehen spielst, ist verloren. Ich habe keinen Orientierungssinn, ja. Ink, hallo? Wer malt was an? Wo? Hier im Garten. Hi. Scheiße. Was? Aber das Boris Becker ist hier, guck mal. Boris Becker, wo? Oder hey, der liegt hier, jetzt ist er despawned. Ich wurde von einem Lichtkick getroffen. Die tun weh. Die tun weh. Oh, Nachschubkiste. Nachschub. Lecker, was zum Naschen. Geld. Okay, da kommen noch mehr als das. Mit dieser Orten aus. Hey, spielt mal Rugby, ihr Lappen. Was sagst du? Oh, der ist geziegt. Alter, der hat einen Vogelkopf. Hast du das gesehen? Das war schon ziemlich, also... Oh, wow. Au. Das war eine kleine Henne. Da war ich ein bisschen... Alter, ist der behindert oder sowas? Behindert sagt man nicht. Ist der leicht... Ist der irgendwie leicht sparsam erzogen? Oder so? Leicht sparsam. Oh Gott, da hinten kommen immer mehr. Der hat wieder einen Huhnkopf. Ich mal mit meinen Ziegen. Das nimmt langsam ein bisschen da hinten kommt noch Wort aus. Aber läuft. Also wir ballern die hier richtig weg. Ich wollte gerade sagen, das fetzt. Das fetzt echt. Boah, Mann. All-Stars besiegt. Dann sind wir wohl die neuen All-Stars. Richtig viel Soldat. Na toll.
Soldaten. Haben wir noch eine Heilblume eigentlich hier? Das Soldatensymbol. Nee, im Moment nicht, ne? Na gut. Ich hab ganz viele Heilblumen, kann ich selbst. Ja, aber wir haben gerade. Da kommt auch so ein Soldat in so einem Superanzug, der ist schon tot. Oh Gott, da links auch. Ziegen! So, ich hol das Geld da drüben mal an. Okay. Geil. Ich bin wieder weg. So geil. Holy fuck, die Holy fuck. Na, ja, lässt du hier okay, die Blume bitte? Das ist gut. Puh. Bin ich gereckt? Ja. Gott, ja, weg. Easy GG. Noschkiste. Wo ist die denn? Hier vorne direkt. Bitches. Nö. Oh, okay. Was habt ihr schon aufgemacht? Ja. Alles klar. Alles gut. Kannst du gleich weitergehen? Boah, Wuschel hat's voll drauf. Achso, aber du bist nicht wegen des Geldes los. Was ist verkehrt mit dir, Wuschel? Hä, ich bin doch schon wieder. Oh, da ist ja was im Garten. Okay. Da liegt doch ein Diamant. Oh. Ja, eben. Der hat an der Fahne geknabbert, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, wir müssen definitiv, ich weiß nicht, Soldatenangriff, dass der auf Orange steht, ist das einfach nur die Härte oder was? Ja, ich glaube der Schwierigkeitsgrad. Oh, Alter, der hat ein Mädchen, Der hat mich gehauen, Wir müssen diese ganzen Gender-Sachen einfach von uns ablegen. Es gibt Soldaten, die haben einfach Mädchenklamotten an. Das ist aber okay, wenn die sich so fühlen, kein Problem. Dann sind das eben Soldatinnen. Oh, money. Oder es money, sind money, Soldaten, money. Die halt einfach andere Haare so tragen. Okay. Was sind männliche Zöpfe? Oh Gott, es kommen Superhelden. Das finde ich jetzt ungeil. Super Zombie. Das ist nicht so cool. Aua. Ach, schon ersten weggehauen. Von hinten? Das gibt's doch gar nicht. Nee, hier überall irgendwie. Hier, fress Zeit! Läuft, der ist so dood. So dood. Oh, so scheiße. Don't. Nein, du blöde Frau! Mann, was auch immer. Ja, das sind so Nachschubkiste. So, wo sind die denn? Hier ist er. Aua. Dom. Niemand geht an Kiste. Sonst landet hier direkt einer im Gesicht. Artilleriefeuer, Krieg! Eine Superziege! Artilleriefeuer, Krieg? Geil. Das gefällt mir. Hier habe ich jetzt aber Gott sei Dank alle weghauen können. Oh Gott. Wie habe ich denn da angelacht? Da kommt jetzt noch so ein Fetter durch. Okay. Ich bin bereit. Da hinten, okay. Ich einfach nicht treffen. Geld am Tor. Ach, diese Rosa, ne? Ich kann verstehen, warum sie die irgendwie runter nerven. Ja, die wollen die muss genervt werden, die ganze Community verlangt das. Problem ist, wenn man jetzt, solange sie noch nicht genervt ist, halt den Multiplayer spielt, dann hast du halt echt. Entweder gewonnen oder halt verloren. Ja, je nachdem, wer halt die meisten von diesen rosa Viechern hat, ne? Mhm. Yeah! Wow! Das gab einen Money Rain. Das ist ja richtig lukrativ, der Modus. Oh nein. Aha. Richter an die Front. Wichte. Ach du Scheiße. Richter an die Front. Die treffe ich doch nicht. Ich auch nicht. Einfach abfangen. Wir halten ja nichts aus. Sind die schnell tot gewesen, ey, Leute. Krass. Aber ich krieg Pylone. Pylone. Okay, die Pylonen sind nicht so schnell tot dann. Solange die nicht in ihre Anzüge rein können. Ich geh mal zur Kiste. Okay, warte, ich mach nur. Da kommen ein paar Kleine in die Mitte, Da kommt einer mit Anzug. Ja, wir haben meinen Kaktus vom Feuerkaktus gekriegt. Aber ich treffe die auch nicht, ne? Pylonen! In der Mitte ist eine Pylone! Da hast du eine Bohne, du dumme Pylone! Das hat sich gereimt. Oh, ist das ein Durcheinander. Oh Gott, da kommt noch mehr von da vorne. Okay. Ja, läuft erst tot. Ja. Shrimp und hier vorne. Das grüne Leuchten macht mich fertig. Alter, ein Shrimp. Bist du shrimpy? Ich hab dich ausgeschrimpt hier. Jo, isst denn jetzt auf? Ja, okay. Nee. Ich mag keinen Shrimp. Wir haben die Wichtig Shrimps weggeräumt. Sind voll lecker. Wuschel. Ja, ich glaube, mein Schnapper mochte den halt nicht. War zu groß für ihn. Bosswelle. Wie jetzt Bosswelle? Wie? Geil, Bosswelle. Da kommt ein Yeti und ein Gargantua. Und kleine und große und kleine Zombies. Und von hier kommen Wissenschaftler, Superheld. Oh Gott, das hat Rugby-Spieler. Jo, ihr macht das, ne? Ich chill hier ein bisschen an der Fahne. Chill du mal an der Fahne.
Hallo, ich hab den Ey, voll die sind viel zu schnell. Beine. Ich weiß nicht, was das hier soll. Nachschubkiste. Jo, den haben wir richtig weggeömmelt. Die halten ja nichts aus. Die halten ja wirklich nichts aus. Mächtigen Fahne. Easy. Wo ist die Nachschubkiste? Oh, da ist Haus, Dings, Typi. Okay, im Nachschubkiste ist, ist gelüftet. Alter, ich sehe mit diesem komischen blöden grünen Schein nix, Mann! Können Sie hier ein grünes Bling-Bling mal an den Arsch stecken? Das ist super viel los hier gerade. Ah, der Haustyp ist bei mir! Dr. House verfolgt mich, er ist mutiert! Oh Gott. Hauptsache, er ist witzig. Alles andere ist egal. Hallo, aber da der kommt jetzt mal ins Zeitgefängnis.